Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht der Pfeiltest weiter und wir schauen uns die Präzision bzw. die Genauigkeit mit dem 35 LBS Wurfarm von Steamboat an. Wenn du wissen willst, was dich jetzt erwartet, dann bleib dran. Ja, dieser Pfeiltest wird mal wieder absolut umfangreich und dementsprechend wird das heute ein Zweiteiler und es wird relativ trocken, denn der Zweiteiler besteht eigentlich nur noch aus Besprechung der Ergebnisse. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, dieses Video auch zu schauen, weil ansonsten kommt es vielleicht zu Fragen in Bezug auf die Excel-Tabelle. Und jetzt würde ich sagen, Film ab. Dann kommen wir jetzt mal zum Präzisionstest. Und hier ist natürlich so, ich habe in den letzten Monaten schon einiges an Erfahrungen machen können. Und jetzt möchte ich versuchen, ob diese Erfahrungen sich auch in den Tests bestätigen können. Wir werden das Ganze jetzt mit der Compact machen. Präzision mit der Compact. Na, das ist so die Sache. Wie testen wir das jetzt? Naja, in erster Linie ist es fast schon egal, wie wir es testen. Hauptsache ist, dass wir es bei allen gleich testen. Und ich werde jetzt bei allen meine eigene Compact-Technik benutzen. Und zwar geht die folgendermaßen. Ich habe die linke Hand permanent hier hinten. Mit der rechten bin ich, wenn ich nicht schießen will, neben dem Trigger, nicht auf dem Trigger. Jetzt lade ich durch, schiebe das Ding zurück und nehme den Finger auf den Abzug, wenn ich das Ziel erfasst habe. Dann stabilisiere ich hier im Grunde mit dem Mittelfinger und halt mit der anderen Hand. Also ich stabilisiere mit beiden Händen. So ging es auch, aber so zitter ich tatsächlich mehr, warum auch immer. Wahrscheinlich einfach, weil ich es nie so richtig geübt habe. Und wir starten hier mit den 5 Pfeilen von Winifred Mira. Da ist auch der dabei, der diese Schnörkel in der Struktur hat. Einfach um zu testen, ob das irgendeinen Einfluss auf unser Trefferbild hat. Bei diesem Test gehe ich jetzt erst einmal auf die 4 äußeren Punkte und im Anschluss gehen wir auf die Mitte. Das Ganze wiederholen wir noch einmal. Und wenn wir dann noch kein Ergebnis haben, wiederholen wir das Ganze noch einmal. Und im Anschluss gehen wir dann 1 bis 2 Runden auf die kleinen Kreise. So, es geht los. Der war schlecht. Von mir als Schütze, ganz klar, ein Schützenfehler. Sowas wird vorkommen. Wenn mir auffällt, dass ich einen Fehler als Schütze gemacht habe, werden wir den Schuss wiederholen. Das lässt sich natürlich nicht immer eindeutig sagen. Deswegen gibt es diese Runde 2 und gegebenenfalls auch 3. Den holen wir also nach. Gut, der war schon besser, aber noch nicht perfekt. Okay, erste Runde. Das sind 1, 2 und nein, keine 3 Punkte. 2 Punkte. In der ersten Runde konnte dieser Hersteller 2 Punkte für sich gewinnen. Die zweite Runde, wieder auf die großen Flächen. Das? Okay, der ist jetzt schief geflogen. Gucken wir uns mal das Ergebnis an. 1. Keiner. 2. In der Runde 2 gab es also wieder mal 2 Punkte. Gut, machen wir eine dritte Runde, um das Ergebnis von 2 Pfeilen zu bestätigen. Oder vielleicht landen wir diesmal höher. Okay, das war glaube ich besser. Das ist kein Punkt leider. 1 Punkt, 2 Punkte, kein Punkt, 3 Punkte. Wir haben jetzt also in der ersten Runde 2 Punkte, in der zweiten Runde 2 Punkte und in der dritten Runde 3 Punkte. Als nächstes folgen nun 2 Runden auf die kleinen Flächen. Sagt er und schießt auf die großen.
Kleine Ziele, Runde 1. Oh, oh, oh. Oh, das war eine sehr schlechte Runde. Den einen habe ich sehr verrissen. Das habe ich auch gemerkt. Den werden wir also wiederholen. Die anderen haben meiner Meinung nach so gepasst. Leider. Auch wenn ich mir ein besseres Ergebnis wünschen würde. Ja, okay. Wir haben tatsächlich nur diesen einen Punkt. Alle anderen sind ein bisschen daneben. Ja, schade, aber das ist so und hier wird auch nichts geschönt. Natürlich ist es wirklich so, hier ist auch die Fehlerquelle Mensch. Und ich bin wirklich kein Präzisionsschütze, erst recht nicht mit der Compact. Aber gut, wenn ich immer gleich schlecht schieße, haben wir am Ende trotzdem ein Ergebnis. Runde 2 auf die kleinen Ziele. Okay. Gut, wir haben hier ein und noch ein. Also 2 Punkte. Der ist daneben, der ist daneben, der ist daneben. Das Ganze gibt also 2 Punkte. Ganz spontan entscheide ich mich um. Wir machen jeweils immer 3 Durchgänge. 3 auf die großen und 3 auf die kleinen. Und wenn es dann noch Fragen gibt, gibt es jeweils noch einen Durchgang. Okay, wir haben 1, das ist keiner, 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 ein Punkt. Gut, in diesem Durchgang gab es also nur einen einzigen Punkt für diese Pfeile mit der Compact. Der nächste Teilnehmer, Gogan. Und wir machen wie angekündigt 3 Runden auf die großen Flächen. Runde 1. Das spricht entweder nicht für mich oder nicht für die Pfeile. Denn wir haben hier keins, 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 ein Punkt. Nur ein Punkt in Runde 1. Runde 2. Ach du Scheiße. Ein Punkt. Eieiei, also schon wieder ein Punkt nur. Diese Pfeile verzeihen scheinbar keinen einzigen Fehler. Ey, das ist doch nicht wahr. Okay. 2 Punkte für die Pfeile von Gogan. Jetzt kommen 3 Runden, wo wir auf die kleinen Punkte gehen. Mal schauen, ob das klappt. Leider 0 Punkte. Runde 2 auf die kleinen Punkte. Alter. Sorry Jörg, ich gebe wirklich mein Bestes. Aber irgendwie erneut leider 0 Punkte. Das ist jetzt nicht so toll.
Und letzte Runde auf die kleinen Punkte. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, das ist unser erster Punkt. Unfassbar. Tut mir leid, ich bin scheinbar mit den Pfeilen echt ein sehr schlechter Schütze. Gucken wir uns das mal an. Das ist eindeutig kein Punkt. Kein Punkt. Auch das ist leider kein Punkt. Schade. Leider konsequent 0 Punkte bei den kleinen Kreisen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Komm, wir müssen noch. Also. Ich hänge jetzt. Aus Kulanz hänge ich hier jetzt jeweils eine Runde dran. Einmal auf die kleinen und danach auf die großen. Alter, was ist das? Das ist kein Punkt, eindeutig nicht. Das ist einer, eindeutig. Keiner. Zwei. So, und hier ist jetzt die Frage. Komm, das sind drei. Mit Mühe und Not sind das 3 Punkte. Und jetzt geht's nochmal auf die kleinen. Mal schauen, wie wir jetzt abschneiden. Unfassbar. Unfassbar. Na, okay. Jetzt haben wir 2 Pfeile getroffen. Einmal den, einmal den. Der wieder nicht, der wieder nicht, der wieder nicht. 2 von 5 Punkten. Unser nächster Teilnehmer ist Jack Archery. Auch hier natürlich 3 Runden auf die großen, 3 Runden auf die kleine. Okay, das war ziemlich gut. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Hey! Das ist doch ein erfreuliches Ergebnis für Jack Archery. Erster Durchgang, 4 von 5 Punkten. Kommen wir zum Durchgang Nummer 2. Okay. Kein Treffer? Auch das kein Treffer. Das ist ein Treffer. Das ist ein Treffer und auch das ist ein Treffer. 3 von 5 Punkten. Die dritte Runde. Gut. 1. Keiner. 2, 3 und wieder keiner. Also auch hier haben wir 3 von 5 Punkten. Und jetzt folgen 3 Runden auf die kleinen Punkte. Von 5 Punkte für Runde 1. Oh. Keiner.
Nee, keiner. 0 Punkte in diesem Durchgang. Ach du Scheiße. Okay, wir haben mit diesem Durchgang einen Punkt erreicht. Die letzte Runde. Das ist ein Punkt. Keiner, keiner, keiner. Ein Punkt. Ein Punkt für diese Runde für Jack Archery. Als nächstes Steambo mit den Vollkarbonen. Als erstes auf die großen. Okay. Keiner. Eins, zwei, drei, der ist angerissen. Drei von fünf Punkten für diesen Durchgang. Auf die großen Punkte. Hey. Das ist jetzt die erste richtige perfekte Runde? Ich glaube ja. Es ist knapp geworden, aber ich glaube ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, volle Punkte geschafft. Und das sind hiermit fünf Punkte für Steambo in diesem Durchgang. Letzte Runde auf die großen. Warum auch immer ich da unten abgedrückt habe. Er ist halt genau dahin gegangen, wo ich ihn hinhaben wollte. Ich hätte ihn halt in die Mitte zählen müssen. Das wäre dann besser gewesen. Den müssen wir wiederholen. Oh. Und der Wiederholer. Gut. Und wir kommen diese Runde auf. Eins, zwei, drei, auf drei. Und jetzt kommen drei Runden auf die kleinen Punkte. Eieiei. Gut. Keiner, 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 eins, keiner. Ein Punkt für diesen Durchgang. Hui, sportlich. Da wird mir ein bisschen warm ums Herz. Kein. Eins. Nur ein Punkt für diese Runde. Und die letzte Runde auf die kleinen Punkte.
1. Einen für diesen Durchgang. Die S- und K-Pfeile. Gut, das sind 1, 2, 3. 3 Punkte für den ersten Durchlauf. Durchlauf Nummer 2. Eins, zwei, drei, drei noch immer, aber 4. 4 Punkte für diesen Durchlauf. Na. Eins, zwei, 3, 4. Beinahe 5, aber auch halt nur beinahe. Nichtsdestotrotz, mit der Präzision bin ich ziemlich zufrieden. Einfach mal nochmal auf die Großen. Und das sind wieder 3 Punkte. So, und jetzt kommt die Präzision. Präzision, wir schießen auf die kleinen Punkte. Runde 1. Okay, das sind 1, 2, 3. Drei auf die Kleinen, das ist ziemlich gut. Mal gucken, ob sich das reproduzieren lässt. Das sind jetzt nur 2 Punkte. Und die letzte Runde auf die kleinen Punkte. Ah, puh. Da habe ich zu viel gewollt. Aber passt trotzdem. 1, 2, 3. Damit bin ich zufrieden. Der nächste Teilnehmer, crossbowtuning.com, und zwar mit den für den kleinen Wurfarm optimierten Pfeilen. Alter, krass. 1, 2, 3, 4. 4 Punkte. Ganz souverän, 4 Punkte im ersten Durchgang. Das ist nicht schlecht. Runde 2. Eins. Zwei. 3, 4, 5. Krass. Und die letzte Präzisionsrunde auf die großen.
wenn das nicht die perfekte 5-Punkte-Runde ist. Ja, 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Not bad. Man merkt, die Pfeile sind für den 35er optimiert, weil die funktionieren hier echt top. Okay. Hier haben wir nur diesen einen Treffer. Und der ist gerissen. 2. Durch den angerissenen Punkt haben wir hier 2 Punkte. Okay. 1, 2. Der ist nicht. Und die auch nicht. Also wieder 2 Punkte. Und jetzt der dritte und letzte Anlauf für crossbowtuning.com. Okay. Kein Punkt. 1, 2, kein Punkt. Auch hier 2 von 5 Punkten. Und unser letzter Teilnehmer für heute, der Thorsten Bade, mit seinen eigentlich viel, viel, viel zu schweren Bullets. Die haben eigentlich nichts in einem 35er Bogen zu suchen. Aber wir testen einfach mal, ob das nicht vielleicht doch in irgendeiner Weise Sinn macht. 3 Runden auf die großen. Runde 1. So. Das sind 1, 2, 3, 4. Gar nicht mal so verkehrt in dem Bogen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht passt. Wie gesagt, viel zu schwer. Aber gut, wir schießen hier natürlich auch wirklich auf eine super kleine Kurzdistanz. Aber es ist nun mal die, die ich mit der Compact immer schieße. Und deswegen machen wir das so, ne? Kraut und Rüben, was war das denn? Okay, kein einziger Punkt. Oh. Es gibt ein Problem. Und zwar löst sich gerade die Sehne auf. Ich habe die frisch vor dem Video gewechselt und die ist schon kaputt. Das ist übrigens keine Stinger-Sehne gewesen, sondern eine von Horizon, eigentlich für die Redback. Aber ich habe davon noch ein paar, die wollte ich jetzt mal aufbrauchen. Das war jetzt die letzte Redback-Sehne. Ich kaufe mir auch keine neuen mehr, die halten tatsächlich nicht so lange. Ich mache jetzt hier mal eine EK Archery MX-Sehne drauf. Davon habe ich nämlich auch noch welche und will ich auch mal loswerden. Also das Ding ist, natürlich die Sehne von eben, die ist jetzt nicht durch, ne? Die ist nicht kaputt. Da ist jetzt einfach nur der Mittelwicklungsgarn ist halt verschlissen. Das kann man neu wickeln, aber das möchte ich nicht jetzt machen. Ich möchte jetzt einfach nur schnell die Sehne tauschen und für euch das Video weiter drehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ein Tutorial, wie man eine Mittelwicklung macht, für euch interessant ist. Ich habe hier übrigens die ganz neue, noch nicht veröffentlichte Spannhilfe von Steamboat. Die habe ich vom Gerald auf der IWA mitbekommen. Und ja, die ist eigentlich ganz cool. Also die ist im Grunde die alte auch. Nur jetzt halt nicht mehr mit diesem schwarzen Schrumpfschlauch drauf, sondern
an den Ohren, sage ich mal, nicht beschichtet. Warum? Weil mir tatsächlich mal eine Spannhilfe gerissen ist. Und das kann einfach bei den extrem hohen Zuggewichten, so ab 90, kann das passieren. Weil diese Ummantelung hier, die greift dann nur die Ummantelung und nicht das wirkliche Stahlseil. Dadurch kann das da rausrutschen. Und es sieht dann so aus. Hat mich ein bisschen erschrocken, als das passiert ist, aber ist nichts passiert. So, die Sehne ist gewechselt und wir beginnen mit den Tests. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Na. Okay. Kleiner. Eins, zwei. Und jetzt geht's auf die Kleinen. Da bin ich mal sehr gespannt. Okay. Also, kein Treffer, eins, zwei und der Bottich. Zwei von fünf Punkten für diesen Durchgang. Alter. Okay. Wenigstens ein Punkt. Ansonsten nichts. Also hier zeichnet sich ein ganz eindeutiges Bild ab. Und zwar, die Pfeile, die kommen ja teilweise schief im Ziel an. Wir sind eindeutig zu schwach aktuell mit diesem Bogen für diese Pfeile. Ich meine, was erwartet man? Der Pfeil ist mit Ansage für den 90er Bogen und wir schießen ihn mit 35 Pfund. Also fast einem Drittel. Nur, da ist zu erwarten, dass die Präzision nicht unbedingt toll ist. Nee. Ist nix. Okay. Und wir haben hier gar kein. Eins. Gut, das war's soweit mit den Badebolzen. So, und das war's für jetzt erstmal, weil sonst wird das Video echt eine Stunde lang. Teil 2 kommt aber in 2 Stunden online, also ja, einfach ein bisschen geduldig sein und gleich geht's weiter. Ne? Ich wünsche noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in wenigen Minuten fast schon zum nächsten Video.